Das Tolle am Dong ist einfach, dass es familiär ist. Hier kennt man sich, hier ist man so quasi eine Familie irgendwie. So much fun. Ist klein, lauschig. Um die 2000 Besucher werden wieder 3 Tage lang die Halde Norddeutschland besetzen. Denn es ist Zeit für das 14. Dong Open Air Metal Festival. Höhenmeter, 359 Stufen gilt es zu erklimmen, um 28 nationale sowie internationale Bands spielen zu sehen. Seit dem Jahr 2000 kommen Metal-Fans aus ganz Deutschland, jedoch hauptsächlich aus dem Ruhrgebiet und vom Niederrhein, auf die Halde Norddeutschland, um gemeinsam zu feiern. Man kommt hier jedes Jahr hin, hat gute Laune und man trifft Leute wieder einfach. Bei sportlichen 28 Grad gibt es nicht nur kühles Bier und transportable Pools. Einfach so etwas wie Speck. Etwas, von dem man genug Energie für die ganze Nacht hat. Dosenfutter auf jeden Fall, dass man das schnell fertig kriegt. Er hat zum Beispiel auch eine Nüsse dabei, damit die Energie und Fett geben, halt, damit man das auch nicht warm machen muss. Und Regen, wir brauchen viel mehr von diesem Regen. Bitte, Regen. Bier. Unter dem Motto Mount Moshmore feiern hier besondere Leute in einer besonderen Location noch bis Samstag weiter. Das ist halt, ich meine, Bekloppte findet man auf jedem Festival, aber hier ist es einfach nochmal eine Spur gemütlicher. In the fire, you will.